dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Pressevertreter, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des 1. FC Magdeburg vor 16.578 Fans, präsentiert von unserem Partner Nöld Objekteinrichter. Einstand 1:1 zwischen dem FCM und dem Chemnitzer FC. Und natürlich überlassen wir zunächst dem Gästetrainer das Wort. Herr Glöckner, wie haben Sie die Partie gesehen? Vielen Dank erstmal. Ja, es war eine Partie, mit dem Ausgang ich leben kann, mit dem Unentschieden, mit dem einen Punkt hier. Wir hatten natürlich im Vorfeld die Problematik, die Innenverteidigerposition und die Stürmerposition neu zu besetzen. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, dass uns da ein bisschen die Sicherheit abhanden gekommen ist. Wir waren gerade im Ballbesitz ziemlich unruhig gewesen und haben es nicht geschafft, den Ball so in unseren Reihen laufen zu lassen, wie wir das eigentlich wollen und auch können. Im Zweikampfverhalten generell waren wir zu weit weg gewesen, ein bisschen viel Respekt auch gehabt, glaube ich, vor dem Gegner, vor der Kulisse. Sodass wir in der zweiten Halbzeit da nochmal in diese Kerbe gegangen sind als Trainerteam und dann da auch nochmal angesetzt haben, dass wir versucht haben, der Mannschaft ein bisschen mehr Selbstvertrauen mitzugeben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann aus dem Spiel heraus ein bisschen besser gewesen. Wir hatten ein bisschen mehr Konteraktion, wir hatten ein bisschen mehr Zugriff auch vorne. Aber generell, muss man sagen, hatte Magdeburg ich sag mal, von den Spielanteilen, glaube ich, dieselben Spielanteile und auch immer wieder gefährliche Aktionen dabei auf beiden Seiten. Man hat immer das Gefühl, es kann was entstehen, aber dann der letzte Pass auf beiden Seiten, glaube ich, ist dann unsauber gespielt worden oder kam nicht an. Diesbezüglich ist viel in der Spielstruktur kaputt gegangen. Und letztendlich, wie gesagt, bin ich mit dem Punkt zufrieden und alles andere werden wir intern aufarbeiten und hoffentlich auch dann verbessern. Danke. Danke, Herr Glöckner. Pele Wollitz, deine Einschätzung bitte. Erstmal möchte ich sagen, dass in so einer Situation 30 Minuten vor Spielbeginn so eine Stimmung, positive Stimmung gemacht wird im Stadion, wie die Spieler sich erwärmen. Das hatte ich bis heute so noch nicht mitbekommen, dass es sowas gibt, weil es nicht selbstverständlich ist, nachdem die Leistung letzte Woche mehr als fragwürdig war, eine Mannschaft beim Warmmachen schon so ein Gefühl zu geben. Davor habe ich den allerhöchsten Respekt. Ich glaube, dass die Einstellung, Zweikämpfe zu suchen, Zweikämpfe zu nehmen, Zweikämpfe zu gestalten, Zweikämpfe zu gewinnen, die waren da. Dass die letzte Flanke, der letzte Pass oder vielleicht die eine Situation, wo wir die Kette überspielen, Kostley alleine auf dem Tor zugeht, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht auch ein bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Vielleicht in so eine Situation, wie wir dann den Ball erobert haben, dann 1-0 in Führung zu gehen, kriegen wir ein Gegentor, was wir erstmal selbstkritisch sagen sollten, nicht gut verteidigen, weil es zu einfach ist in der Entwicklung, in der gegnerischen Hälfte, wie wir uns individuell verhalten. Dennoch, ich habe jetzt das in den ersten 3 Spielen vermieden, möchte das eigentlich grundsätzlich immer vermeiden, aber ich möchte es jetzt auch trotzdem mal ansprechen. Das erste Tor ist wieder klar abseits, 0,5 Meter, das ist einfach zu viel, dass man Entscheidungen, die knapp sind, dann für oder gegen, das ist auch menschlich, aber 0,5 Meter ist mir einfach zu viel. Dadurch entsteht das 1-0. Ich glaube, das Spiel hatten wir bis dahin unter Kontrolle, aber auch zu wenig Torchancen. Und dann kriegst du so einen Nackenschlag in der Situation nicht einfach. Und dann wartet jeder, okay, wie reagieren wir? Kurz nach der Halbzeit für mich hatte ich aber im Spiel auch nicht so gesehen. Klarer Elfmeter an Sören Bertram, nicht gegeben. Dann haben wir den Elfmeter erzwungen, aber hatten aber insgesamt zu wenig Torchancen. Zwar der Wille war da, Torchancen zu erspielen, die waren aber nicht da, weil wir da was zu verbessern haben, viel zu verbessern haben. Die Struktur gefällt mir einfach nicht.
haben den Elfmeter bekommen und danach kriegen wir wieder noch einen weiteren Elfmeter nicht an Rotschen. Das muss ich einfach so sagen. Dennoch fange ich bei uns an, dass wir von der Einstellung okay, von der Laufbereitschaft auch okay, aber von der Art, von der Struktur her, sich mehr Chancen zu erspielen, mehr Torraumszenen zu haben, haben wir viel zu verbessern, viel zu korrigieren und müssen die Zeit nutzen. Ansonsten, ich 4 Spiele, 2 Punkte, das ist für mich persönlich sehr enttäuschend. Ich gehe da sehr, sehr selbstkritisch mit um, und aber wir werden Lösungen anbieten und Lösungen finden, dass es besser wird. Vielen Dank. Danke, Pele, für deine Einschätzung. Wir eröffnen die Fragerunden. Gibt es Fragen eurerseits? Daniel George, bitte. Was könnten denn jetzt Lösungsansätze sein, um der Mannschaft, die ja doch relativ verunsichert ist, verständlicherweise jetzt das Selbstvertrauen zurückzugeben in den nächsten Wochen? Das werden wir intern analysieren bzw. zeigen und dann dementsprechend reagieren, was die Trainingsinhalte betrifft und was die Aufstellung betrifft. Ich glaube, dass bei aller Selbstkritik dass meine Mannschaften in jedem Fußballspiel, die ich begleiten durfte, sehr viele Torchancen gespielt haben. Offensiv immer mit das Beste geboten haben, was man bieten kann. Und viel Leidenschaft habe ich gesehen, Wille auch, aber diese Kreativität, diese Struktur, sich Torchancen zu erspielen, ist einfach zu wenig. Aber dafür bin ich verantwortlich und dafür werde ich Sachen verändern. Habt ihr weitere Fragen? Ja, das ist nicht der Fall. Dann schließen wir die Pressekonferenz. Ich darf mich bei euch bei Ihnen bedanken. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder hier gegen den FC Carl Zeiss Jena um 14 Uhr dann Anstoß. Danke, schönes Wochenende.